Moin Moin liebe Freunde und willkommen zurück hier bei GameTesticular. Ich bin Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Madden NFL 19 Owner Mods für euch. Und ja, ihr habt gerade gesehen, User-God Fred Warner ist am Start. Wobei im letzten Spiel hat natürlich Ruben Foster ein absolut überragendes Spiel gemacht. College Alabama, ja, wir schauen mal hier rein. Weekly Awards und da haben wir... Natürlich, muss man sagen, Ruben Foster und Ryan Shazier hier auch am Start, Lamar Jackson in der AFC und dann Jared Goff bei uns in der NFC, aber Ruben Foster, alles überragend in der letzten Woche in der Defense gewesen. Was ich noch gemacht habe, ist die Preise angepasst, hatte ich glaube ich auch im letzten Video noch gezeigt, deswegen schauen wir jetzt mal rein auf die Finanzen und ich glaube, wir haben doch ein bisschen mehr Geld gemacht als in der Woche davor, da waren es glaube ich 7 Millionen und jetzt haben wir 9,5 Millionen. 11,5 Millionen sogar Gewinn gemacht. Das ist gut, das ist wichtig, nämlich für unsere Vertragsverlängerungen, die in dieser Saison anstehen. Was den Season-Start angeht, ja, wir haben 1-0 gewonnen gegen die Falcons. Sehr, sehr deutlich auf All Madden, hat mich gewundert, aber wir müssen mal schauen, wie die Defensive diese Woche gegen die Jets ist, dann die Seahawks, aber dann vor allen Dingen die Rams, Woche 4. Da wird es dann interessant, glaube ich. Bin auf jeden Fall mehr als gespannt und freue mich richtig drauf. Hier oben nochmal, Jet York wins first Super Bowl. Ja, einfach mega gut. Schauen wir nochmal rein, die most popular players. Da können wir nochmal reinschauen. Das interessiert mich natürlich auch. Und wir wollten ja auch diese Owner-Tätigkeiten auch regelmäßig beleuchten. Manchmal fällt das ein bisschen runter, das ist natürlich wahr. Aber das ist gar nicht mal so uninteressant. Player-Marketing, dann schauen wir hier mal. Ganz, ganz klar, Eric Ebron da mit vorne dabei, Ruben Foster, Tavon Young. Aber die beliebtesten sind einfach Jimmy Garoppolo. Der hat aber auch eine Popularity von 98 und Trey Finlay hat nur eine Popularity von 87, aber eine sehr gute Persönlichkeit, die hier mit reinspielt. Deswegen ist er sehr, sehr nah dran an Jimmy Garoppolo, NFL Top 10. Da sind wir trotzdem gut dabei, nicht weit abgeschlagen oder so, sondern sind, glaube ich, noch in den Top 10 hier mit Jimmy G. Ansonsten, ja, zweimal hier einmal Kelce, Eric Berry, Kareem Hunt, das ist ja auch Tyreek Hill, da sind ein paar fragwürdige Spieler dabei, aber viele von den Chiefs eben hier, Le'Veon Bell, Demaryius Thomas, natürlich auch ein verdienter Spieler auf jeden Fall, Media Relations, ja, Recent Success, wir sind First Overall Team Popularity, das heißt, wir sind das beliebteste Team der NFL, ja, und da gucken wir auch nochmal rauf, hier auf die Bewertung natürlich, ja, 100%, 100%, 100%, das läuft richtig gut, was das angeht, für uns, für unsere 49ers, da können wir auf jeden Fall mehr als glücklich sein, wir schauen nochmal auf den Staff eben, Head Coach, Trainer, weiterhin alle gesigned, so soll es doch am Ende des Tages auch sein, Kyle Shanahan bis 2022 unter Vertrag. Hat natürlich den Super Bowl geholt hier für die 49ers und dementsprechend wird selbstverständlich an ihm festgehalten. Wir müssen auch mal reinschauen ins Stadion, da sieht es bisher noch ganz gut aus, 86er Rating, Levi's Stadium, 6 Jahre mittlerweile alt. Das ist richtig teuer, das zu verbessern und wir haben derzeit leider kein Geld, das zu verbessern. Und ich wollte noch gucken, du kannst bei Team Value, glaube ich, da siehst du, glaube ich, den Vergleich zu den restlichen Teams. Genau so ist es. Overall trotzdem nur, muss man sagen, nur nach dem Super Bowl sieht nur Platz 3 im Team Value. Die Eagles und die Cowboys sind noch mehr wert, ja. Fan Happiness bei uns, unsere Fans sind nicht zufrieden. Unsere Fans sind nicht zufrieden. Wir sind zwar sehr, sehr populär, zusammen mit den Cowboys das beliebteste Team der NFL, aber die Fans scheinen nicht zufrieden zu sein, wieso auch immer. Vielleicht die Ticketpreise, die Erhöhung hat hier ein bisschen zu Buche geschlagen. Team Success nur auf 14 aktuell. Wir haben den Super Bowl gewonnen, auch interessant. Der Staff ist nicht der beste der Liga, da sind die Eagles auf 1. Wir haben nur den 12 besten Staff. Stadion sind wir trotzdem Platz 2. Concession beim Essen sind wir Platz 1. Merchandise Platz 2, bei den Tickets auch Platz 1. Nee, also da wird es nicht dran liegen. Ja, warum sind die Fans dann unglücklich? Muss man sehen, wohin die Entwicklung hier geht. Aber aktuell das dritt wertvollste Team der NFL. Und heute geht's gegen die New York Jets. Ja, wieder zu Hause. Wieder zu Hause. Das heißt, wir werden nochmal Geld einnehmen. Und schauen dann einfach mal rein, wie die Partie wird. Ich habe mega Bock drauf einfach, Leute. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wir gehen jetzt rein in die Partie gegen die New York Jets. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Oh Gott, ich muss halt lesen, Leute. Oh oh, oh oh, Sam Darnold. Es ist, glaube ich, Sam Darnold. Ne, ist nicht Sam Darnold. Sieht mir nicht nach Sam Darnold auf. Direkt hier am Ball gewesen und ich musste fast niesen, aber das konnte ich gerade nochmal abwehren. Jetzt bin ich ganz rot im Gesicht geworden. Oh oh. So, wir schauen mal, wohin die Reise geht in dieser Partie. Wir haben einfach eine richtig gute Saison bisher gespielt. 4-6 Speed Package. Da ist Fred Warner jetzt eben nicht auf dem Feld. Aber sieht mir hier viel nach Laufspiel aus. Henry vor allen Dingen hier. Derrick Henry. Geholt. Der ist natürlich riesengroß. Der ist 6'3 groß. Im Running Back ist das sehr, sehr groß. Klassischer Powerback. Richtig guter Spieler. Und ja, wir usen jetzt hier mal Ruben Foster. Da in der Mitte schön frei. Safarian Jenkins. Die Nummer 85 hier von den New York Jets. Teddy Bridgewater. Quarterback. Das heißt, Sam Darnold hat den Sprung wohl immer noch nicht geschafft. Jetzt zum Starting Quarterback. Vielleicht die Karriere hier in dieser Liga auch schon für ihn vorbei. Oder er ist verletzt. Natürlich die andere Alternative, die wir haben. So, Ruben Foster. Wieder der Lauf. Nein, diesmal nicht. Und da ist er wieder, Ruben! Ruben, the King Foster! Überragend! Jungs, das kann nicht wahr sein. Mit dem ist das User noch leichter. Ich kann euch gar nicht sagen, wieso. Aber bei dem brauche ich nicht ganz so perfektes Timing wie bei Freddy. Das ist Pick Nummer 4 in Spiel Nummer 2. Der Rekord liegt bei, ich glaube, es waren 13 Picks in einer Saison für einen Cornerback. Ja, ich möchte das nur noch mal erwähnen. Für einen Cornerback. Oh oh, gefährlich, gefährlich. Gut, dass er den nicht wegpickt. Die Steelers gewinnen gegen die Cleveland Browns. Die stehen 0-2, haben eigentlich gute Saison sonst immer gespielt. Und was auch in den letzten Kommentaren stand, ist auf jeden Fall ein bisschen Slowdown hier betreiben. Das heißt, ein bisschen ruhiger spielen, mehr auf den Lauf aufsetzen. Wobei, der fällt mir auf Allmatten hier echt schwer. Der fällt mir echt schwer, muss ich sagen. Dritter und 8, man merkt das jetzt hier auch wieder. Also ich finde, das ist schon, der hat schon eine andere Qualität hier. Goodwin da auf Außen und den schicken wir hier auf die Slant. Einfach um in der Mitte auch nochmal für... Oh, Weltklasse. Gute Verteidigung der Jets. Leonard Williams. Von dem halte ich persönlich auch echt viel. Ja, gut gemacht. Und Schocke, unser gedrafteter Panther, ist am Start. Und jetzt will ich mal zeigen, was er kann. Warum seine Accuracy so hoch ist. Da muss er jetzt zeigen. Ja, sieht auch wieder nicht so gut aus. Ja, müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen hier an ihn. Schade. Aber wenn ich einmal wieder Pinion. Ja, Schocki. Also, so, wieder Teddy Bridgewater. Ihr seht das, Derrick Henry ist einfach ein Monster von Spieler. Und da kommt er durch. DeForest Buckner, überragend. Wird dieses Jahr wahrscheinlich auch einen neuen Vertrag kriegen müssen. Ruben Foster übrigens auch. Das wird richtig teuer, Leute. Das wird richtig, richtig teuer. So, Tart schicken wir ein bisschen da auf Außen. Hard Flat. Und dann Ruben Foster mit dem Tackle. Oh, aber Derrick Henry ist eben schwer zu Boden zu bekommen. 3 Rushes, 5 Yards. Jetzt aber der 3. und 12. Sehr interessantes Game bisher. Und da ist er, Fred Warner. Nicht lang schnacken. Fred Warner User ist angesagt. Auch wenn Ruben Foster echt einen guten Job gemacht hat. Tiefer Ball. Und da ist er. Ja, Ihe Dickbo. Nächster Pick hier offiziell für ihn. Das ist der zweite Pick offiziell für ihn. Gedroppter Ball und er ist da und fängt ihn. Weltklasse. Weltklasse, Mann. Das kann nicht wahr sein, oder? Aber der war auch wieder nicht gut geworfen. So, 14 Yards bis in die Endzone. Aber ihr seht das irgendwie. Offensiv läuft es nicht so. Defensiv ist unsere Mannschaft am Rasieren, aber offensiv ist eher so meh. Wir spielen natürlich auch jetzt nicht so viel anders. Center, muss man sagen. Viel aus der Shotgun-Formation. Ihr kennt das von mir. Das ist mein Spielstil. Viel Gun-Formation. Wir suchen jetzt mal einen Pitch. Und schauen mal. Und das war nicht gut. Das war nicht gut. Vielleicht wären wir durchgekommen, wenn wir gelaufen wären. Aber trotzdem ein guter Pitch. Und war ein guter Lauf an der Stelle. Viel Druck. Der Pitch sollte klappen. Nächster Pitch diesmal nach links. Ganz viel Druck in die Mitte. Und da ist McKinnon. Mit dem Touchdown. So, die Führung. 7-0 für unsere San Francisco 49ers vor heimischem Publikum. Und der Junge genießt es. Der Junge genießt es selbstverständlich. Dass wir hier in Führung gehen. Ich bin gespannt, was unsere Defensive jetzt zeigt.
Teddy Bridgewater jetzt auch nicht der große Quarterback. So, wieder Henry im Backfield. Boah, gut gemacht. Also da merkt man aber, da ist dann die... Bei diesen Bällen ist dann irgendwie, da passt es dann einfach. Die sind dann perfekt geworfen, wirklich genau in die Lücke rein, obwohl wir doch in der Nähe waren. Trotzdem wirklich gut geworfen. Aber manche sind einfach komplett aus der Reihe. Oder auch einfach mit sehr großem Risiko geworfen. Curse und Anderson, seht ihr da. Jeweils auch in der Mitte. Ja, wieder gut gemacht und dann liegen wir am Boden. Mit Ruben Foster. Schöner Ball von Teddy Bridgewater. Der hat heute zwei Interceptions geworfen. Das wird ihn natürlich erstmal ein bisschen wurmen. Aber jetzt trotzdem bisher gute Pässe angebracht. Und das ist eben wichtig, dass du dich nicht davon unterkriegen lässt, was hier passiert ist bisher. Und einfach weiterspielst, weitermachst, in der Mitte da wieder frei. Oh oh. Ja, schöner Ball. Safarian Jenkins, wieder der Tackle von Ruben Foster. Also mit Ruben Foster decken wir hier wirklich das halbe Feld. So, Laufspiel, ja, Laufspiel. Forster, und dann ist es T.Y. Yeldon und er ist durch. Touchdown. Mann, die Jets sind dran. Erster offensiver Touchdown hier gegen uns in dieser Saison. Das war ein gutes Play der New York Jets. Eli Apple geht an, aber 7-7 jetzt der Ausgleich hier. Ja, viele Leute da rechts, da will ich jetzt ungern hinwerfen. Curl Post Track. Wir passen den Spielzug mal etwas an. Und hier haben einen kurzen Ball auf George Kittle. Und der macht das erstmal gut. Sehr schön. Guter Catch hier. Von unserem Talent. So, wir laufen nach links. Dort sind weniger Verteidiger anzutreffen, aber trotzdem wieder gut verteidigt. Also das Laufspiel, ich tue mir echt noch schwer hier auf All Madden damit. Wieder viele Leute in der Box. Und das ist wieder McKinnon mit einem First Down. Sehr gut. Also das ist eben das, was auch in den Kommentaren geschrieben wurde. Versuche, das Laufspiel zu etablieren. Und das machen wir jetzt hier. Das ist auch wichtig auf All Madden, weil gegen richtig gute Teams kommst du mit Passing Only echt in die Bredouille, sag ich mal. Boah, Wertkasse. McKinnon. Und schaut euch das an, wie schnell der ist. Schaut euch an, wie schnell der ist. Wow, sehr schön. Über außen geht's hier gegen die Jets. Seals Jones, Eric Ebron, Finlay. Natürlich alles wichtige Spieler. Und da hinten werfen wir ihn direkt an, Finlay. Und das ist ein Catch, Junge, den musst du erstmal fangen. Ich wäre jetzt gerne noch voller Euphorie, aber der war nicht gut. Der war genau... Ja, ich wollte dieses kleine Fenster erwischen, wo er reinläuft. Aber er war noch nicht umgedreht. Und dass er den noch fängt, der ging direkt auf die Ecke, wo er umgeknickt war. Wir schauen uns das gerne nochmal in der hier nochmal an. Wir schauen uns das nochmal an, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schauen wir uns das nochmal an, weil das war ein richtig guter Catch. Ein richtig guter Catch. So, hier haben wir ihn. Und pass mal auf. Jetzt dreht er schon um. Und ich wollte ihn eigentlich jetzt erst werfen, ne, dass er direkt da in die Ecke fliegt. Da haben wir zwar Glück, dass hier der Verteidiger dann vielleicht näher dran gewesen wäre. Aber jetzt passt mal auf, er macht schon den Knick, aber der Ball kommt noch genau auf die Ecke. Ja, er läuft hier schon den Knick, aber der Ball kommt direkt auf die Ecke. Und dann Finlay, schaut euch mal diese Reaktion einfach an. Unfassbar, unfassbar, was für ein Catch. Absolute Weltklasse, das ist einer der besten Receiver der Liga und ich bin so froh, dass ihr ihn zu uns gedraftet habt. Danke dafür, Leute. So, 14-7, jetzt der Spielstand. Und es macht einfach nur Bock, es macht einfach nur Bock. So, und die Jets wieder in der Offensive. Wieder Derrick Henry wird gestoppt. 4 Rushes, 9 Yards. Das ist heute eben noch nicht die überragende Leistung von ihm. Cover 4 Defense. T.Y. Yeldon wieder im Backfield. Eindeutig ein bisschen der schnellere Receiver. Ein kleiner Receiver, auch der schnellere Running Back. Im Vergleich zu Derrick Henry. Der Derrick oder Derrick? Oh oh. Oh oh, Leute! So, Fred Warner wird jetzt natürlich geusert. Und oh, da ist es, da war der Bad Timing Drop Pick. Das wäre doch wieder der nächste Catch gewesen. Der nächste Pick hier. Alter, was die in die Mitte werfen. Also wir, also unser User Play in der Mitte ist echt dieses Jahr scheinbar noch ein bisschen besser. Aber die werfen da auch einfach hin. Das finde ich so krass. Die werfen da auch einfach hin. Teddy Bridgewater, 3. und 11. Wichtiges Down jetzt. Der lässt laufen. Er lässt laufen. Und das reicht nicht. Also das ist ein komischer Call. Komischer Play-Call, 3. und 11, da läufst du in der Regel nicht. Es waren jetzt trotzdem 8 Yards Raumgewinn, 9 Yards Raumgewinn sogar. Aber das ist ein zu großes Risiko. Also hier nicht schlau gespielt von den Jets, ganz klar. 1 Minute 15 noch zu spielen in der ersten Halbzeit.
Ah, wieder viele in der Box. Wir versuchen über außen zu laufen. Boah, das ist Weltklasse. Ganz ehrlich, da war richtig Druck da. 2016. Aber auch 2016 auf jeden Fall. Ein Rushing Down, wo du läufst. Boah, Glück gehabt, ey. Adams. Glück gehabt. Ich wollte den Move machen und dann fumbled der beim Move. Da haben wir aber wirklich mehr als Glück hier. So, Decker Play. Das heißt, wir machen hier eine Smart Route. Das heißt, Pettis wird jetzt so geschickt, dass er genau an der First Down Markierung eben wäre. Tiefer Ball. Incomplete Interception, Adams. Jamal Adams mit der Interception. Schade, Mann. Ah, scheiße. Das darfst du auch der Schwierigkeit nicht machen, ey. Das tut weh hier. Vor allem 40 Sekunden vor der Halbzeit. Das war unnötig. Das war nicht smart gespielt. Und das verdient hier der Pick. Nee, ist auf jeden Fall schade. Ist auf jeden Fall schade. Hätten wir anders spielen müssen, einfach. Boah, wieder T.Y. Yeldon. Mit einem Screen Pass hier. Und das war ein Vollzeit Offense. Da bin ich mir sehr sicher. Der O-Liner hat gezockt. Was? Doch, ja. Der O-Liner hat gezockt und dementsprechend 5 Yards Strafe hier. Gegen die Jets. Nächstes Play. Und da ist er wieder. Ruben Foster. Beinahe die nächste Interception von ihm. Beinahe. So, 3. und 13. Jetzt hier. 3 Wide Receiver auf der linken Seite. Und dann wirft er hinten auf Rodgers. Weltklasse-Pass. Tat. Dann läuft es aus. Boah, Junge, Junge, Junge. Den hat er gut gesehen. Jetzt kommen die hier selber mit dem Dagger-Play um die Ecke, was wir vorhin gespielt haben. Wir werfen den Pick. Und sie werfen beinahe den Touchdown. Richtig gut gespielt. Mal die ganze Defensive ein bisschen zusammenziehen. Und dann versuchen, das hier zu verteidigen. Teddy Bridgewater natürlich auch einer, der selber laufen kann. Ja, gut gemacht. Touchdown. Ausgleich durch die New York Jets hier. Also die fordern uns. Die fordern uns auf jeden Fall. 14-14. Jetzt der Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Dumm gespielt von uns. Der Turnover. Finlay tief. Aber hier noch andere Jungs kurz. Und da haben wir Eric Ebron zum ersten Mal hier in dieser Partie mit einem Catch. Ja, wir nehmen jetzt mal einen Timeout. Vielleicht kommen wir noch Richtung Field Goal Range. So, Fade Smash. Ebron könnte da auf einer guten Route sein, aber... Ah, wollten den kurzen Checkdown nutzen hier auf Finlay. Und jetzt natürlich vor Verticals. Gut gemacht. Da gehen wir auch kein Risiko, ganz ehrlich nicht. Das bringt es nichts, den Ball da einfach zu werfen. Erste Halbzeit vorbei. Wir starten in Halbzeit 2. Und versuchen natürlich hier wirklich... ein gutes Spiel zu zeigen. Bisher ein paar Fehler dabei gewesen. Ja, wieder hier viel Druck. Versuchen wir es mit einem schnellen Ball. Und Dante Pettis macht das gut. First down, 4 von 7 bisher Jimmy Garoppolo. Ah, die probieren das jetzt hier irgendwie mit viel Druck. Ich weiß auch nicht wieso. Augenscheinlich haben die da jetzt gerade Lust zu. Ah, B war frei. Oh, war B frei. Oh, nein. Versuchen es wieder über einen Lauf über außen. Und da wird nicht gut geblockt einfach. Da wird nicht gut geblockt. Trotzdem ein kleiner Raumgewinn. Aber wir tun uns echt schwer. Heute auf jeden Fall schwerere Partie als im letzten Part. 3. und 12. Wieder McKinnon. Das reicht nicht zum First Down. Ich weiß es jetzt echt nicht. Nee, wir können hier kein Risiko gehen. Das ist all men. Wir können hier kein Risiko gehen. Wir sind hier da, um zu gewinnen und dürfen kein zu großes Risiko gehen. Jockey jetzt mit dem Punt. Oh, der ist, da fehlt ein bisschen ein paar Fruchtzwerge noch. Und jetzt die Chance zum ersten Mal wieder für die New York Jets hier. Vielleicht sogar in Führung zu gehen. In dieser Partie. Wieder Teddy Bridgewater. Und da ist er. Witherspoon, unser Cornerback. Mit einem Pick 6. Also Teddy Bridgewater, die letzten beiden Quarterbacks, das lief nicht so. Lief nicht so. Und es ist aber wieder die Defensive, die uns im Spiel hält. In der Offensive gar nicht mal, aber die Defensive hält uns im Spiel. Ich glaube, das war letztes Jahr aber auch schon so. Da ging es auch richtig los mit einer richtig guten Defensive.
Hat dann manchmal ein bisschen nachgelassen gegen Ende, aber am Anfang war sie richtig gut. So, jetzt starten sie in der eigenen 30 Yard. Oh, da hinten ist er frei. Das ist ein, die spielen Cover 3 Beater hier. Die spielen Cover 3 Beater. Auf All Madden rennt, ey. Junge, Junge, Junge. Es geht die Post. Cover 3 geschlagen. 3 Yards in die Endzone. Die Jets, die machen ernst. Die Jets, die machen ernst. Ausgleich mit 2 Plays, Mann. 2 oder 3 Plays. 21-21. Also das ist ein ganz anderer Schnack als in der letzten Partie. Aber hey, für euch ist ja gut. Spannendes Spiel. Spannend die Partie. 31-10, die Eagles gegen die Bengals. Ja, Leute, und ich weiß es jetzt nicht. Ich hoffe, es ist jetzt hier ein reibungsloser Übergang. Weißt du, wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich blende es euch kurz ein. Während dem Game, ich habe nichts gemacht. Auf einmal geht die Xbox aus und kommt einfach Update, ja? Also, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Zum Glück wird zwischengespeichert. Zum Glück wird zwischengespeichert, meine lieben Freunde. Das ist für uns hier in der Situation schon mal wirklich wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auch hier an der 25 Yard standen. Aber es passt grob hier vom Zeitverlauf. Meine Güte, die will mich doch verarschen, die Konsole, ey. Das war wirklich ein Witz, oder? Habt ihr sowas schon mal erlebt während dem Game? Ich bin echt ein großer Xbox-Fan, aber das war jetzt heute, das war jetzt gerade so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, Bruder, du willst mich doch wirklich verarschen, ey. Ja, dann durfte ich vor allen Dingen erstmal warten. Halbe Stunde jetzt gewartet. Bis das Update installiert wird, wir gehen jetzt wieder rein hier in die Partie, Leute. First down. Und McKinnon versucht hier nach vorne zu gehen. Direkt mal 12 Rushes, 66 Yards. Meine Güte. Oh, wieder ein bisschen klarkommen hier mit dem Leben. Dagger Play. Versuchen auf jeden Fall öfter jetzt eben die kurzen Checkdowns zu nehmen. Wir sind hier körperlich Finlay massiv überlegen. Aber auch Dante Pettis spielt wirklich, hat sich gut verbessert. Oh, dann guckt euch das an. Der ist komplett frei. Eric Ebron, komplett frei. First down. Ah, wenig in der D-Line, aber dahinter in der Box stehen viele. Versuchen wir es mit einem Draw-Play und boah, böser Hit hier. Gegen McKinnon. 2012. Die D-Line macht einen guten Job. Also wir tun uns hier tatsächlich ein bisschen schwer. Mit dem Laufspiel über außen geht's noch. Über innen ist es doch in der Tat schwerer. Vor allem die Jungs dahinter, die Linebacker. Machen hier einen guten Job. Letztes Viertel bricht an. Jetzt müssen wir wieder am Pass. Sind wir wieder gezwungen zu passen, die 3. und 8. Saints Cross. Natürlich Finlay, wenn die Press spielen, den Fehler haben die Jets heute noch nicht allzu viel gemacht. Oder allzu oft gemacht. Hier Press zu spielen. Oh, das ist die Interception. Wieder Adams. Oh, oh. Scheiße, ey. Wieder Adams. 2. Interception. Heute jetzt auch von uns nicht gut. Pick Festival. So hieß, glaube ich, das letzte Video schon, aber heute trifft es ja bald noch mehr zu. So, 49 Yards bis in die Endzone. Und da decken wir. Ruben Foster muss decken. Bridgewater mit dem Spin-Move. Meine Güte, richtig gut. Derrick Henry. Läuft, läuft, läuft. 41 Yards sind es noch bis in die Endzone. 3. und 2. Das kann natürlich hier einen Lauf geben und das wird auch der Lauf werden. Und das könnte knapp gereicht haben. Bohannon zum First Down. Und das kann hier die erste Führung werden für die New York Jets in dieser Partie. 4,5 Minuten vor Schluss. Oh, oh, oh. Und das durch 2 wirklich dumme Interceptions. Dieser Henry, sie werden, denke ich mal, relativ viel laufen. Wieder eine Flag auf dem Feld. Wieder gegen die New York Jets. Und wieder ein False Start. 1. und 15. Wir müssen aufpassen. Die haben unsere Cover 3 schon einmal geschlagen. Da haben sie gut aufgepasst. Wieder guter Ball von Teddy Bridgewater. Er hat sich komplett gefangen, der Junge. Zwar 3 Interceptions geworfen, aber das ist richtig stark, was der hier zeigt. 23 Yards bis in die Endzone. Nächster Lauf jetzt wetten. Doch nicht. Wieder schnell. Safarian Jenkins. Wow. Die Jets machen das hier gut, Leute. Wir müssen aufpassen, dass wir hier im zweiten Game nicht die erste Niederlage kassieren. Das wäre die erste Niederlage seit einer Weile, glaube ich. Ruben Foster, der Lauf durch die Mitte. Und das ist Derrick Henry wieder. Daneben gelaufen und die machen das gut, ey. Die machen das gut. Und wir tun uns brutal schwer hier mit den New York Jets. Brutal schwer. So, Goodwin mit dem Return.
Der ist okay bis an die 31 und wir müssen Gas geben. 3 Minuten. Ein guter Quarterback, ein guter Quarterback reicht diese Zeit aus. Und Jimmy Garoppolo hat immerhin einen Super Bowl gewonnen. Als Starting QB. Nochmal erwähnen das Ganze hier. Boah. Anderson mit dem Sack. Instant hier. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Wir kamen so gut in die Partie und haben einen verhältnismäßig stark nachgelassen, leider. Jetzt haben wir selber einen False Start produziert, ne? Ich habe aus Versehen RB gedrückt. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein. 3. und 11. Jetzt haben wir uns selber hier einen Bärendienst erwiesen. Die Nervosität macht sich breit hier. Wir haben Angst zu verlieren. Wir haben Angst zu verlieren. Meine Güte, ey. Finlay, der wird da Press gestellt. Also halb. Wir müssen echt schauen. Wir müssen echt aufpassen. Das ist ein guter Read her. Y, der wird frei. Und das ist ein guter Read. Das Ding ist da. Ja, Mann. Hab gesagt, der Bursche wird frei. Und der Bursche ist frei geworden. Goodwin, gute Hits jetzt hier wirklich von den Jets. Und es ist jetzt 2-Minute-Warning. Wir brauchen einen Touchdown, ansonsten war es das. Ganz schwache Partie, Passing-technisch vor allen Dingen von uns. Und da müssen wir dran arbeiten. Keine 100 Passing-Yards. Also die Jets-Defense macht heute wirklich einen guten Job, muss man einfach sagen. B. Und Goodwin hält den Ball fest. Der war so wichtig, Leute. Das ist Risiko. Wir brauchen nicht drüber reden. Das ist Risiko an der Stelle, ja, dass ich hier so nach vorne gehe. Aber wir wollen gewinnen. Ja, wir sind Super Bowl-Sieger an den New York Jets. Die sollten nicht das Team sein, was uns stoppt hier. Das kann nicht wahr sein. Ausgerechnet McKinnon mit dem Fumble. Und das ist der 2. Fumble heute, glaube ich, von ihm, oder? Das müsste der 2. Fumble von ihm sein. Und das tut weh. Wir haben offensiv heute gar nicht reingefunden. Gar nicht reingefunden. 2 dumme Interceptions. Und jetzt ist hier fast das First Down, ist da. Und er läuft zum Touchdown. Derrick Henry, Ruben Foster kommt nicht hinterher. Schaut euch das mal an. Das kann nicht wahr sein. Die Jets dominieren uns hier in der 2. Halbzeit. Und wir sind raus aus der Partie. Raus aus dem Kampf um den Sieg. Wir werden hier wohl unser erstes Spiel verlieren. Und Ben schlägt zu. Interessante Picks waren dabei am Anfang, aber wir konnten nicht genug draus machen. Das muss uns eine Lehre sein. Nach der ersten Partie so auf einer kleinen Höhenwelle geschwommen und so, hey, All Madden, alles easy, schaffen wir. Aber heute kommt der Denkzettel, heute kommt er. Und ihr hattet das in den Kommentaren angesprochen. Mehr ruhig spielen, mehr Laufspiel probieren, kurze Pässe habe ich versucht, aber trotzdem die Weiten dann stellenweise versemmelt. Sehr, sehr bitter. Heute kommt der Denkzettel Nummer 1. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. Ja, das braucht man aber auch in einem Titeljahr, dass man mal eine Niederlage kassiert. McKinnon ist mit dem Fumble, hat natürlich sein Übriges dazu getan. Viele Fumbles, man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Ja, sehr krass, sehr krass. Das kostet uns hier am Ende des Tages die Partie. Der Fumble kostet uns die Partie. Dante Pettis. Aber die Hits, ihr seht das, die Hits sind auch echt böse. 45 Yards, wir probieren das natürlich. Wir haben immer noch 3 Timeouts, also theoretisch ist hier auch noch alles drinnen. Muss man natürlich gucken, ob das auch wirklich realistisch ist. Ja, der Sack direkt gegen uns. Ah, es tut weh. Das tut auf jeden Fall weh. Die Niederlage, die schmerzt. Da brauchen wir nicht drum reden. Das ist so. Finlay schicken wir auf außen, wenn das geht. Und dann auf eine Streak, um das Feld ein bisschen auseinander zu ziehen. Aber die Defense kommt hier instant durch. Gute Partie der New York Jets Defense hier. 3 Tackles, 3 Sacks. Und wir tun uns sehr schwer. Wir tun uns sehr, sehr schwer mit dieser Partie bis hierhin. Und wir müssen schauen. Wir müssen die richtigen Lehren daraus ziehen. Jetzt ist natürlich voll Risiko, keine Frage, Leute. Aber wir müssen wirklich versuchen, dieses Jahr ruhig zu bleiben. Eine ruhige Offense zu spielen, einfach. Interception. Nein, Catch. Nein, beides nicht. Letzter Ball jetzt. 4. und 24. Am Anfang dachte ich, wir schaffen das. Aber in der 2. Halbzeit haben wir es komplett verspielt. Sehr, sehr bitter. Vor allen Dingen natürlich auch der Fumble. Das müssen wir im Auge haben bei McKinnon.
Das müssen wir einfach im Auge haben. Das können wir uns halt nicht erlauben. Stell dir mal vor, sowas passiert in einem wichtigen Game. Das ist jetzt heute das zweite Spiel der Saison. Da hält sich das alles noch in Grenzen. Ja, da ist das nicht alles nicht entscheidend. Tiefer Ball auf Finlay. Interception. Da ist jetzt auch egal. 35-21, die Niederlage. Die erste Niederlage seit einer ganzen Weile für uns. Hier. Und das war nicht gut. Das war defensiv war es ganz okay. Aber da haben wir auch Big Plays zugelassen. Offensiv war es gar nicht gut. Offensiv haben wir hier keine gute Partie gezeigt, was mich sehr, sehr ärgert. Das hätten wir besser machen müssen. Wir schauen jetzt mal, ob wir schon Spieler verlängern können. So, und ja, es ist die Möglichkeit da, Spieler zu verlängern. Die Seahawks, der nächste Gegner, wir stehen 1-1. Die Rams leider gewonnen. Das wird nächste Woche schon wichtig. Wir müssen gegen die Rams dann gewinnen. Nach dem Seahawks-Spiel, also gegen die Hawks sowieso, aber gegen die Rams auf jeden Fall auch. Und ja, in der Infokarte jetzt oben die Abstimmungen drin zu den beiden verlängerbaren Spielern. Das ist einmal Ruben Foster. Sollen wir Ruben Foster verlängern? Ja, nein. Ihr dürft oben abstimmen. Und dann Jakiski Tat. Auch da oben die Frage, sollen wir ihn verlängern? Strong Safety, ihr seht ja, was die haben wollen. Gar nicht mal so viel Geld, sieht mir gar nicht mal noch so viel aus. Ja, ihr entscheidet das Ganze, ich bin gespannt, wie ihr entscheidet. Ich freue mich drauf, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Geht trotzdem einen Daumen nach oben, auch wenn es heute leider nicht gereicht hat. Im nächsten Spiel wieder voll angreifen gegen die Seattle Seahawks. Macht's gut, haut rein, euer Rafa von Game Testicle HD.